Hallo Freunde, ja, euch ist zu Recht aufgefallen, dass der Kandidat aus Part 18 der TR-Challenge einen Regelverstoß begangen hat, indem er die Typenkombination ein wenig ungünstig in dem Punkt gewählt hat, nämlich Sumpex. Hätte sowohl für Wasser als auch für Boden einstehen können und ich habe es ja in den Regeln erwähnt, dass das jetzt nicht erlaubt ist, dass eine Doppelkombination von beiden Typen in einem Ding dabei ist. Ja, mir ist es echt nicht aufgefallen. Ich habe an diesem Tag, das war mein 9. Kampf in Folge, den ich aufgenommen habe, und ich habe einfach im Kopf dann diese Regel dann nicht mehr so ganz einsortiert gehabt. Ich hatte da, ja, es ist, ich sag mal so, alle Kämpfe davor sind immerhin gut gelaufen, zack, 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 ohne Probleme, ohne wirkliche Regelverstöße, die ich da aufgenommen habe. Und deswegen habe ich mir in dem Punkt einfach dann, da habe ich dann meinen Kopf so gesehen ausgeschaltet, habe einfach nur gekämpft und gespielt und mir ist es dann in dem Punkt echt nicht aufgefallen. Ich habe nämlich das Sumpex dann in die Kategorie eingeordnet auf der Seite, wo es gespielt wurde. Wartet mal, ich müsste mal selber gucken, auf welcher Seite es gespielt wurde. Ich habe das jetzt, Moment, ich habe mir gerade das Video aufgemacht. Sumpex ist auf der Seite von Wasser, oder? Wasser wurde es, glaube ich, gespielt. Ja, auf der Seite von Wasser im ersten Kampf. Ich gucke jetzt nochmal in der. Im zweiten Kampf auch auf der Seite von Wasser, ja. Also, somit sage ich mal, annulliere ich diesen Kampf, auch wenn er jetzt nicht für die Humushalle war. Also kein Humushallen-Eintrag war, aber annullieren tue ich den Kampf so gesehen trotzdem. Diese Kombination ist regelwidrig und daher, ja. Ich werde das Video aber nicht draußen nehmen, keine Sorge, aber wenn dieserjenige jetzt in die Ruhmeshalle gekommen wäre, hätte ich das dann nochmal annullieren müssen und ihn erneut, hätte ihn aber erneut herausgefordert, weil das war auch ein Punkt, jetzt ein kleiner Fehler von mir, dass ich einfach jetzt nicht darauf geachtet habe. Obwohl ich eigentlich von ausgehe, dass ich meine Regeln, mir ist es, denke ich mal, in diesem Video da nochmal irgendwo erwähne, dass man da so nochmal nachlesen kann. Gut, so viel dazu. Ja, ihr habt besser aufgepasst als ich. Dankeschön für eure Unterstützung in der Hinsicht und man sieht sich in der nächsten TR-Challenge.